dass in dieser Figur so viel vorgeht und sie aber so gut wie gar nichts sagt. Er ist einer, der einsteigt und alles richtig machen will und vieles falsch macht. Das ist die Geschichte von einer Familie, die anders ist, als man erwartet. Wie Geheimnisse über Generationen vergiften können. Und es gibt in der fünften Folge spätestens einen Gamechanger, der einen echt umhaut. Als im Oderbruch ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden wird, sollen Kommissar Roland Voigt und der polnische Kripo-Beamte Stanislaw Zajak die Untersuchungen leiten. Auch Voigts ehemalige Kollegin und Jugendliebe Magdalena Kring wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Nach dem mysteriösen Tod ihres Bruders bei der Oderflut 1997 hatte sie die Region verlassen und wird jetzt mit der dunklen Vergangenheit ihrer eigenen Familie konfrontiert. Wenn irgendjemand herausfindet, dass ich dir das gegeben habe, dann sind wir beide tot. Wer sind die? Die mit den zwei Gesichtern. Die kommen nachts. Der Mann mit dem schwarzen Hut und der große Jäger. Wie kam es denn zur Idee für diese Serie? Meine Frau hat eigentlich Ausflugsziele recherchiert, wo wir einfach mal Wochenendtrips drin machen können. Und die ist da auf das Oderbruch gestoßen. Und es ist ein Gebiet, von dem ich schon mal gehört hatte, aber jetzt nicht visuell irgendwie eine Vorstellung davon hatte, wie es da wirklich genau aussieht. Die ersten Bilder, die ich dann einfach gesehen habe, erstmal als Ausflugsort, haben mich irgendwie total beeindruckt, weil das so, ja, einfach nebelig, das, dann sumpfig, ne, das, dieses Oderbruch-Delta sozusagen. Das hat einfach geile Fotos gemacht, sozusagen, die ich sofort sehen konnte. Und irgendwie habe ich gedacht, sofort, ich denke ja immer irgendwie sofort an Film, ne, wenn ich irgendwas sehe, was mich irgendwie beeindruckt. Und da habe ich sofort gedacht, das ist irgendwie eine Landschaft, die ich so in der Form im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen habe. Und dann habe ich angefangen, über das Oderbruch zu lesen und bin da total weg vom Ausflugsziel, sondern habe erstmal gedacht, okay, das ist eine spannende Location. Und dann das, was ich darüber gelesen habe, im Zweiten Weltkrieg, diese große Schlacht an den Seeloer Höhen, die Hochwasserkatastrophen, die Landflucht, nach der Wende, praktisch das Hofsterben dort und so. Also das war so viel spannendes Material, was diese Gegend aufgeladen hat mit Geschichte einfach, dass ich gedacht habe, das ist der perfekte Nährboden für eine düstere Thriller-Geschichte. Genau, und wie macht man das dann, wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich das möglichst spannend erzählen? Was sind da so deine Kniffe? Das ist schwer zu sagen. Natürlich, ich würde sagen, das sind ganz viele Gespräche mit meinem Regisseur Adolfo Kolmerer und Christian Alward. Wir inspirieren uns da gegenseitig. Ne? Und dann spinnt man einfach zusammen Ideen. Ne? Und sitzt man auch einfach tagelang, wochenlang im Kämmerchen und überlegt sich halt Sachen. Und das ist schwer zusammenzufassen, woher das dann wirklich kommt. Manchmal guckt man zurück und sagt, woher kommen Ideen? Man weiß es manchmal einfach nicht. Noch haben wir keine genaue Zahl, aber es sind die sterblichen Überreste von über 100 Menschen. Die Zeitpunkte der Morde verteilen sich über mindestens die letzten 50 Jahre. Wir wissen nicht, wer das getan haben könnte oder warum. Was ist für dich die Essenz eurer Serie? Oh, was ist die Essenz? Also es ist ein düsteres, sehr packendes Krimi, die ein unerwartetes Twist hat. Und es ist die Geschichte von einer Familie, die anders ist, als man erwartet. Wie Geheimnisse über Generationen vergiften können. Ich glaube, das war so ein Thema, weil es ja immer bei Genreproduktionen hat man ja den Genreanteil, aber damit es nicht nur generisch ist und nur eine Kopie von der Kopie, bringt man ja auch was von seinem eigenen Leben mit ein. Und da haben der Arendt, der Adolf und ich so gemeinsame Erfahrungen, die wir teilen mit unseren Vorgenerationen, haben sehr viele Stunden damit verbracht, über unsere Eltern, Großeltern und Ähnliches zu sprechen, und das ist da eingeflossen. Und was war euch so bei der Inszenierung wichtig? Also wie sollte so, sag ich mal, auch die Tonalität werden? Atmosphärisch, ruhig, sich Zeit nehmend und hoffentlich dafür sorgen, dass man im Sitz immer mehr nach vorne rutscht und sich nicht zurücklehnen kann. Für mich war wichtig, und es war auch meine Herausforderung oder meine Verantwortung, weil ich die ersten zwei Episoden gemacht habe, dass die Inszenierung ein bisschen anders ist, als man gewöhnt ist. Ich wollte langsam gehen und nicht mit den Hauptdarstellerinnen, sondern mit dem Fall. Und langsam introduzieren wir Caroline Schuch, die zurück an diesen Ort kommt. Aber man muss auch ein bisschen die Zeit lassen und ein bisschen achten, sehr genau,
wo wir sehen und was die Leute sagen. Und Oderbruch so inszenieren, so von der Perspektive, wo man nicht so viel erklärt wird und wo man diese Atmosphäre von diesem Ort, zuerst muss man das wirklich einatmen und mehr die Geschichte zu verstehen. Was war so die größte Herausforderung? Weil ihr habt ja auch in, sag ich mal, sehr abseitigen Gegenden gedreht. Ja, also das war ein sehr kompliziertes Drehen, also von dem Filmmachen Art, weil wir mussten mit Flashbacks arbeiten, mit den, also jeder Charakter sehen wir auch vor 20 Jahren und in verschiedenen Etappen, auch die Natur sieht anders aus und normalerweise man geht zu einem Drehort, dreht das der und dann kommst du nie wieder zurück. Wir mussten immer perfekt kalkulieren, dass wir nochmal in 3 Monaten zurückkommen und als hier wir mit unser Alex, die Maggie Jung spielt, 3 Monate später waren wir da mit Caro und so haben wir, das war sehr, wirklich, hat sehr viel Energie gekostet, aber hat sich gelohnt. Natürlich, wir haben auch in Polen gedreht, in der Pampa, wo absolut gar nichts gibt, also so wirklich Sumpf, Moskitos, also es war wirklich mega, mega challenging. Für die Schauspieler noch krasser, weil die müssen vor der Kamera, aber ich glaube, die Bilder und alles hat sich sehr gelohnt, ja. Man hat lange Fahrzeiten, das bedeutet, dass man halt schneller arbeiten muss. Also wenn man 2,5-3 Stunden Fahrzeit hat insgesamt hin und zurück, die geht von der Drehzeit ab. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich eine tolle Location wünscht, kommt der Unit Manager und sagt, ja, aber dann kannst du nur 1,5 Stunden weniger drehen, ist es dir das wert? Und dann sagt man halt ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, so tolle, also weil wir diese Entscheidung immer wieder bejaht haben, haben wir so tolle Locations nehmen können. Und mit Felix Kramer hast du ja schon bei Dogs of Berlin und bei Freies Land zusammengearbeitet. Was würdest du sagen, was zeichnet ihn so als Schauspieler aus, dass du immer wieder gerne mit ihm arbeitest? Naja, dass er einen überrascht, dass er sich total verwandelt und dass er alles wegspielt. Also er spielt halt nicht theatralisch, sondern das Gegenteil. Ich weiß nicht, was das geht. Natürlich. Er spielt halt sehr natürlich. Und das gerade bei diesem Genre, wo wir versucht haben, das sehr zu grounden, also so weit weg wie möglich von typischen Fantasy-Mystery wegzukommen ins Realistische, da war das ganz wichtig, auch seine Figur. So wie sie Arendt geschrieben hat und wie er sie gespielt hat. Was ist mit deiner Kollegin von damals, Magdalena Kring? Hab ich sie seitdem nie wieder gesehen. Die Person, die damals gefunden wurde, hieß Kai Kring, 17 Jahre alt. Verwandt mit Magdalena Kring? Ihr Bruder. Ich bin nicht freiwillig hier. Tu, was ich tun muss, dann bin ich wieder weg. Ich auch. Felix, vielleicht kannst du erstmal kurz umreißen, der Kommissar Roland Freud, den du spielst. Was ist das so für ein Typ? Oh Mann, also in erster Linie ist er so ein Typ, der den Raum betritt und niemand nimmt ihn wahr. So einer ist das. Also richtiger Normcore. Also nicht dieses One in a Million, sondern genau das Gegenteil. Und was hat dich besonders daran gereizt, ihn zu spielen? Genau das. Weil ich hatte vorher, also jetzt nicht missverstehen, das waren schon sehr laute, charismatische Charaktere und diese Figur ist einfach schon jemand, der so untertaucht und dann unglaubliche, ich glaube, es ist eine Figur mit der größten Veränderung, die ich je hatte. Also er macht schon eine unglaubliche Entwicklung durch so. Er ist kein Stoiker, im Gegenteil. Er ist einer, der einsteigt und alles richtig machen will und vieles falsch macht. Und dann hat er so einen, finde ich doch, sehr, sehr rührenden Moment, der die Geschichte auch, ja, da zu der Geschichte macht, die sie ist. Was hat dich so besonders daran gereizt, in der Serie mitzuspielen? Na, dass sie mich überhaupt entdeckt haben und gesagt haben, nachdem die Kastrin das Suse Marquardt gesagt hat, werden wir die mal einladen, den Sohn Glatzeder und den Alten. Und dann, dass Kolmira und Alvarez gesagt haben, ja, versuchen wir mal. Und das war schön. Was hat dich so am meisten an deiner Figur Magdalena Kring so angesprochen und fasziniert? Der Umstand, dass in dieser Figur so viel vorgeht und sie aber so gut wie gar nichts sagt. Das ist sowas, das ist für Frauenfiguren ausgesprochen selten. Und ich hatte da auch echt Sorge, wie ich das machen soll. Und fand es aber gleichzeitig total schön, dass das mal so erzählt wird. Und ja, versucht mich da irgendwie durchzubusteln. Dein Charakter Stanislav, was ist der so für ein Typ? Oh, das ist ein sehr ehrgeiziger Ermittler, ein Agent, der sehr penibel ist, alleine arbeitet und irgendein Geheimnis hat. Der ist ein Geheimnis auf der Spur. Und was hat dich besonders gereizt, ihn zu spielen? Ich konnte endlich mal Schnurrbart und Krawatte tragen. Das war, glaube ich, gar nicht. Nein, das ist ein sehr stringenter Typ. Der ist so für sich und ist, hält mit etwas zurück, lässt sich in die Karten gucken. Und das ist sehr, 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 ja, das ist eine Herausforderung, das so zu machen. Und das,
so auf der Spur zu bleiben. Es gibt eine Übereinstimmung mit dem Vermissten von 97. Dein Bruder ruht in Frieden. Was hat dich so an der Geschichte der Serie am meisten angesprochen? Ich glaube, dass sich da was richtig getraut wird. Also, dass da in einem Genre sich vorangetastet wird und dass überlegt wird, wie können wir die Tür aufstoßen in Neues. Und ich finde das so wichtig und so ansprechend und auch so aufregend für uns Schauspieler. Ne? Es ist ja so viel passiert in den letzten Jahren. Und wenn man das aber hinholen kann, wirklich auf die Couch am Freitagabend, dann würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ich ermutige alle, sich das zu trauen und diese Tür mit uns zu durchschreiten. Es ist auf jeden Fall eine sehr dicht erzählte Familiengeschichte in einem unglaublich tollen Setting. Und es gibt in der fünften Folge spätestens einen Game Changer, der einen echt umhaut. Weil man ja nicht alles verraten darf und es ist so grausig, dass ich selber darüber gar nicht reden möchte. Diese Geschichte ist so, es kommt mir vor wie dieses Spiel, weißt du, wo man einen Begriff erklären soll, man darf drei Begriffe nicht nennen. Es gibt so ein Tabu-Thema, weißt du, einfach wegen diesem Twist. Was hat mich gereizt? Ja, schon in erster Linie diese Figur. Diese Entwicklung, dieses wirklich Normale, ich habe es immer beschrieben als diese 12. Zigarette, an die sich keiner erinnern kann. So. Genau, mit Christian Albert hast du ja schon bei Dogs of Berlin und bei Freies Land zusammengearbeitet. Ja, was würdest du sagen, macht so seinen Stil aus? Oh, das ist schwer, weil Christian ist der, glaube ich, gar keinen Stil hat. Ich glaube, dass das so ein bisschen also der sucht weiterhin und findet nach wie vor immer wieder neue Sachen. Freies Land, ästhetisch ganz anders, hat auch zum ersten Mal Kamera gemacht. Ich glaube, dass Christian, was ihn ausmacht, ist, dass er ein unglaublicher Pragmatiker ist. Also er diskutiert nicht so lange und was nicht heißt, dass du mit ihm kein Gespräch führen kannst, aber er ist keiner, der eine halbe Stunde auf dich einredet, sag und jetzt mach mal und du weißt gar nicht mehr, wo es eigentlich angefangen hat und was machen wir jetzt überhaupt. So. Christian ist natürlich sehr erfahren und sehr versiert und was Genres angeht, sehr, sehr gut und schnell und sehr fordernd und fordert einem ab, dass man auch den Ball selber hochhält. Was würdest du sagen, was ist vielleicht auch so das Besondere an der Inszenierung und an der Tonalität? Na, die Tonalität ist einfach, erstmal denkt man, man hat sich auf einen sehr langsamen, Fargo-artigen Krimi eingelassen. Merkt dann aber im Look und schon bei Folge 2, irgendwas ist hier anders und dann geht es ab Folge 3 so richtig ins Eingemachte und über den Show dann möchte ich gar nicht sprechen, das müsst ihr euch selber angucken. Ich denke nicht, dass wir es hier mit gewöhnlichen Serienmördern zu tun haben.